Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz des Spiels ERC Sonthofen gegen den ERC Bayreuth. Ich begrüße unseren Gasttrainer Sergei Wasmüller links von mir und natürlich Gerd Wittmann. Bevor ich beide Trainer zu Wort kommen lasse, gebe ich die Ergebnisse des heutigen Spieltages bekannt, soweit sie noch nicht bekannt sind. Tölz gegen Schönheide 7:5. Landshut schlägt Weiden 4:2. Klostersee Selb 2:5. Deggendorf-Peiting 3:0. Sonthofen unterliegt nach hartem Kampf Bayreuth mit 3:4. Heute war spielfrei der EV Regensburg. Wir beginnen natürlich immer mit dem Gast. Und Herr Wasmüller, ich glaube, es war für Ihre Mannschaft heute ein hartes Stück Arbeit. Wie schätzen Sie die heutige Partie ein? Hallo, guten Abend erst einmal. Wir haben von Vorfeld schon gewusst, dass es hier in Sonthofen ist immer schwierig zu spielen, und das hatte Sonthofen, eine Mannschaft letzter Zeit, hat sich gefangen, die hatte auch Siege gefeiert, und durch den Wechsel der neuen Trainer wahrscheinlich mehr Struktur mitgebracht ins Spiel, mitlaufen mehr wahrscheinlich die Jungs. Und wir haben gewusst, das wird kein einfaches Spiel. Wir haben gewusst, das wird ein schwieriges Stück harte Arbeit. Darauf haben wir auch vorbereitet und auch versuchen, das ist auch mit alles Mittel zu gewinnen. Das haben wir auch getan, denke ich, auch verdient gewonnen. Im ersten Drittel wirklich, wir haben ein besseres Spiel gekommen, mehr Spieleinteile gehabt. Leider nur, sage ich so jetzt, Anführungszeichen, nur zwei Tore gemacht. Im zweiten Drittel war Gegner besser ins Spiel gekommen, mehr Spieleinteile gehabt, aber das war im zweiten Drittel mehr Hektik drin von beiden Seiten. Es hat mehr oder weniger so offene Eishockey geboten. Alle versuchen, die Tore zu machen, teilweise vergessen auf die Defensivarbeit. Und am letzten Drittel, durch unsere sehr gute Unterzahlformation oder Unterzahlarbeit, wir haben noch das Spiel umgedreht und keine einzige Tor noch zugelassen. Und zum Schluss noch belohnt war mit der Siegtreffer bei 5 gegen 5 dann weiter. Und ich denke, die Jungs haben die alles so sehr gut sich formatiert. Und ich denke, das war geschlossene Mannschaftsleistung. Und die Jungs hat die Moral gezeigt, dass heute Sonthofener Mannschaft zu schlagen. Dazu vielleicht kurz: Der Sonthofener Mannschaft muss ich gar nichts, sich einen guten Kampf abgeliefert. Respekt, also wenn sie weiter so spielen, also die sind heiße Kandidaten für Playoff. Dankeschön. Danke, Herr Wasmüller. Ja, Gerd, Stadion voll. Ich glaube, wir haben heute ein tolles Spiel gesehen. Dein Trainer links von mir, Kamerad, hat das ja auch so gesagt. Wie beurteilst du das Spiel aus deiner Sicht? Ja, ich denke, dass wir trotz der Niederlage heute keinen aus dem Stadion gespielt haben. Die Vorzeichen vor diesem Spiel, die waren klar gesetzt. Bayreuth Zweiter, wir viel weiter hinten. Es kam also für uns nur darauf an, eine Überraschung zu schaffen. An der waren wir näher dran. Leider hat es nicht geklappt. Das Spiel begann mit einem sehr hohen Tempo, was ich bisher erlebt habe bei den Spielen bisher. Und haben leider Gottes gleich ein schnelles Tor bekommen. Aber das haben wir weggesteckt und dann immer besser mitgehalten. Konnte auch noch lange Zeit unentschieden halten. Aber kurz vor Schluss hat halt der Druck von Bayreuth uns noch Gegentor gebracht. Dann das zweite Drittel, muss ich sagen, war ein richtig gutes, das Beste, was ich jetzt mit dieser Mannschaft erlebt habe. Mit sehr, sehr viel Tempo, taktisch auch diszipliniert gut gestanden. Wir konnten viele Angriffe abfangen und haben uns da auch mit zwei Toren belohnt. Aber man muss immer sagen, zwischendurch kam Bayreuth mit guten Chancen immer wieder gefährlich vor unser Tor, wo unser Torwart wirklich gut auf dem Posten war heute und somit ein weiteres Gegentor verhindert. Im dritten Drittel war die Frage, wie lange können wir dieses Tempo halten? Und das hat lange gut ausgesehen. Es war ein kleiner Zuordnungsfehler und ein kleines Missgeschick, die zu zwei Toren dann geführt haben, die uns leider am Punktgewinn verwehrt haben. Bei diesem 5 gegen 3, da muss er auch noch hart dran arbeiten. Es wird einfach zu wenig geschossen. Es ist alles zu behäbig. Die Gegner können die Schussbahnen wieder blockieren und dann wird doch nicht geschossen.
und so kam da zu wenig Druck zustande. Das wäre Möglichkeit gewesen, das Spiel vielleicht in die andere Richtung zu drehen. Aber man hat ganz deutlich gesehen, warum Bayreuth auf dem zweiten Platz ist und wir auf dem neunten. Und diese Dinge waren letztendlich entscheidend. Trotzdem muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Das war wirklich das beste Spiel, seit ich ihr übernommen habe. Zeigen, dass das so der richtige Weg ist. Es darf jetzt keinen Schritt rückwärts mehr geben, sondern wir müssen auf diesem Level weiterarbeiten und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Trotzdem Glückwunsch an Bayreuth. Es geht schon in Ordnung so. Ja. Ich glaube, da ist wenig hinzuzufügen, was der Gerd gerade gesagt hat. Da machen wir noch einen kurzen Ausblick. Bayreuth, ihr seid auf dem zweiten Platz. Der heißeste Verfolger vom Regensburg, unser nächster leichter Heimgegner. Ich sage das mal scherzhaft. Ihr habt nichts zu verlieren, ihr könnt ja nur gewinnen. Das stimmt. Man kann immer nur gewinnen, es geht immer von Null los, das ist klar. Ihr habt zu Hause Deckendorf, eigentlich eine sehr unangenehme Mannschaft, glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch eine schwere Aufgabe. Und Herr Wasmüller, Zielsetzung für Ihr Team, für Ihren Verein ist, glaube ich, den zweiten Platz zu sichern, um dann als Zweiter vielleicht in die Playoffs einzusteigen? Also letzter Zeit bei uns sehr viele Unruhe gewesen, welche Platzierung soll man geben, ob der Erste, Zweite sein oder Dritte. Also wir haben, wie bevor, wir haben nicht geändert. Wir wollten unter der Ersten Vier zu kommen und das ist unser Ziel. Hatte unsere Ziele jetzt nicht geändert. Wenn ein oder andere versucht, was zu spekulieren, wir werden auf diese Spekulation darauf nicht reagieren. Wir haben das ist, klares, bewusstes Ziel, unter vier zu kommen. Wenn wir das schaffen, dann ist okay. Und dann schaffen wir, wie das ein Gegner in den Playoff kriegen. Und dann gibt es Heimrecht. Das wollten wir auch haben. Ja, das ist wichtig. Genau. Gerd, wir fahren in zwei Tagen oder nicht ganz zwei Tagen eine kleine Weltreise machen wir ins Erzgebirge nach Schönheide. Von uns aus natürlich ein bisschen weit. Und ich glaube, das ist auch wieder für den ERC Sonthofen ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ich habe eine kurze Frage auch dazu. Ausblick zu Schönheide. Was ist mit King? Und weißt du, ob wir vielleicht auch Verstärkung von Kaufbeuern bekommen können? Weißt du da schon was? Ja, es wird eine unangenehme Aufgabe da, wenn ich die ganzen letzten Ergebnisse von Schönheide anschaue, die sind alle äußerst knapp, das heißt, es gibt keinen Zuckerlecken dort. Mit King, der hat eine Grippe gehabt, war wieder gut, hat ein Spiel gemacht, aber wieder einen Rückschlag erlitten, der ist krank. Dann, was war noch? Kaufbeuren, richtig. Ja, wir hatten Hartl-Check zur Verfügung und er war auch im Training hier und ist auch leider Gottes krank geworden und ist immer noch krank. Vielleicht, dass der genesen wird, dass er dann am Mittwoch mit dabei ist. Wir versuchen wieder unser Bestes. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank. Es sind keine Fragen, das weiß ich, von der Presse ist jetzt auch keiner mehr da. Ich wünsche unseren Gästen eine gute Heimreise nach Bayreuth. Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Erfolg. Und unser nächster Gegner hier ist am 3.1. der EV Regensburg, der mit einem Sonderzug anreist. Und ich hoffe, dass wir im neuen Jahr dann vielleicht mal das notwendige Glück haben und auch vielleicht mal Regensburg ein Bein stellen können. Trotzdem vielen, vielen Dank und alles Gute und Prost. Schönen Abend. Guten Rutsch.